Jo, Freunde von Shoyoka, da ich das Weihnachtsgeschäft natürlich komplett mitnehmen möchte, habe ich mir überlegt, hier auf dem Channel Alkuchen ebenfalls auch ein Shoyoka-Video zu droppen. Hier kümmern wir uns mal um die ganzen Tweets, die sie die letzten Tage rausgehauen hat, denn da ist wirklich wieder einiges an Müll veröffentlicht worden. Sie hat nämlich versucht, die Cancel Culture zu spielen und hat die ganze Zeit Twitch bei Twitter markiert. Und zwar hier, hier, hier und hier und noch ein paar andere Male, aber da kommen wir später zu. Vor allem wurde ich gesperrt mit dem Grund Belästigung anderer aufgrund eines persönlichen Traumas. Was ja wie gesagt einfach nicht passiert ist, also die VODs seht ihr zumindest noch auf Kuchen.tv Uncut Online, also hier haben sie sich irgendeinen Grund aus den Fingern gezogen, um mich wahrscheinlich aufgrund des Drucks für ein paar Tage erstmal auf der Plattform loszuwerden. Wir gehen dann natürlich rechtlich gegen vor und dann sind wir mal gespannt, was da passiert. Aber auch ansonsten hat Shoyoka wirklich sehr sinnvolle Tweets in der Zeit rausgehauen. Denn Monta hat beispielsweise geschrieben, ob sie das nicht privat klären und sich die Hände reichen sollen. Und was macht Shoyoka daraus? Naja, sie fragt, ob Monte sie klatschen möchte. Ja, genau, also wer interpretiert das denn auch anders? Also, das ist ja offensichtlich eine Gewaltandrohung gewesen. Dazu postet sie dann das hier. Ja, jetzt zum Weihnachts-CPM, das nehme ich immer mit. Videos um Shoyoka klicken sich immer bombastisch und da danke ich dir für den Free-Content auf jeden Fall. Ich würde noch, liebe Shoyoka, auch noch eine Entschuldigung annehmen von dir, wenn du im Stream sagst, Monta Abi, Entschuldigung. Auf die Knie, dann dich hinsetzt und sagst Entschuldigung nochmal, so mäßig. Und dann würde ich eventuell dich und Freiraumreh auch einladen zu meinem Weihnachtsevent. Warum auch immer sie das überhaupt anhängen dazu hochlädt, weil das hat ja wirklich nichts damit zu tun. Aber wie wär's denn mal, wenn du dich für die ganzen Lügen entschuldigst, die du so gegen uns rausgehauen hast? Das Kuchen-TV-Video, was am Montag kommt, wird euch das Ganze nochmal ein bisschen besser aufzeigen. Der zweite Clip ist aber auch sehr gut. Und zwar hat sie Monte auf Twitter blockiert. Und Monte hat sich natürlich gefragt, warum bin ich da blockiert? Ich habe noch nie mit dir interagiert. Shoyoka könnte natürlich einfach ehrlich sein oder sie lügt. Ihre Begründung war nämlich, dass sie mit diesen ganzen Malta-Clips nicht konfrontiert werden wollte, wo er da so rumgelaufen ist und Oi Memo gerufen hat. Das Lustige ist, Monte selber hat diese Clips nie auf Twitter gepostet. Das heißt, das ist einfach nachweislich eine Lüge, weil das kann gar nicht der Grund sein. Also hat sich Shoyoka was Neues ausgedacht und das ist jetzt der neue Grund. Shoyoka hat nichts in der Kategorie zu suchen. Nichts. Auch rein gar nichts. Und dass sie dort drinne ist, zeigt einfach, wie linksversifft auch mittlerweile hier diese ganze Szene ist. Digga. Ist widerlich. Ist einfach nur noch ab. Soll sie sich diesen Preis, hätte sie den gewonnen, hätte sie sich auf die Stirn kleben sollen, damit durch die Stadt laufen sollen, hätte ich geklatscht, Digga. Es ist so widerlich. Okay. Und warum hast du Monte deswegen auf Twitter blockiert? Also erstmal war das ja auf Twitch. Das hat ja sowieso nichts mit Twitter zu tun. Und willst du uns jetzt sagen, dass du einfach jeden blockierst, der sagt, dass du den Preis nicht verdient hast oder was? Junge, es ist so geil. Monte hat dann im Stream mit Skirrus gesagt, dass er eventuell rechtlich gegen Shoyoka vorgeht wegen dieser Schlagensache. Und was macht Shoyoka daraus? Monte möchte das jetzt mit seinem Anwalt klären lassen. Dann kann ich meinen Sabaton verlängern. Machtgefälle und Einschüchterung durch gespielt. Was genau soll dein Anwalt prüfen? Dass du bei mir im Stream gebannt bist oder dass ich dich auf Twitter blockiert habe? Bro, Monte hat doch selber gesagt, warum er gegen dich vorgehen will. Und sie sagt jetzt einfach, hä, warum denn? Weil ich dich blockiert habe? Ey, Bro, ich komme nicht drauf klar, ehrlich, die ist so... Und die Dummheit geht genauso weiter. Das hier ist jetzt auch ein Knüller. Und zwar hat sie gepostet, ich knie grundsätzlich nicht vor Männern. Darauf habe ich dann geantwortet, deswegen hat Kalle dich auch verlassen. Sie hat dann darunter kommentiert, immer noch sad, weil du keine Antwort bekommen hast. Das war der Kommentar auf Instagram, wo ich sie nach einem Essen gefragt habe. Das Geile ist, damit das überhaupt jemand liked, hat sie das extra bei sich nochmal repostet mit der Überschrift Gönnt mal Ratio. Also, dass der Post mehr Likes bekommen soll als mein Haupttweet. Und das Lustige ist, das hat sie nicht mal ansatzweise geschafft. Also, mein Tweet hat doppelt so viele Likes, obwohl sie extra darum gebettelt hat. Satz mit X war wohl nix. Ebenfalls wird Skirrus natürlich wieder angegriffen und diesmal super mega duper gut. Und zwar wurde er mal vor ein paar Jahren wegen Harassment von Twitch gesperrt. Ja, dich kennt man ja vor allem durch Streams und so weiter, bist du ja relativ bekannt geworden. Ja. Unter anderem auch auf Twitch und da warst du ja gebannt. Jetzt tatsächlich 1242 Tage, bis du wieder entbannt worden bist. Was waren denn die Gründe für den Twitch-Bann eigentlich damals? Die Gründe für den Bann selber? Mhm. Ja, das war damals, was haben sie reingeschrieben? Harassment war der Grund. Ja. Genauer sonst nicht so. Also. Nö, also da gab es noch ein paar Sachen und so, aber da will ich jetzt auch nicht drüber reden. So. Okay. Weil ich denke,
ist alles schon gesagt worden, mehr oder weniger. Und das Lustige ist, was er genau getan hat, das weiß man gar nicht. Und dazu ist das ja auch jetzt kein Argument zu sagen, guck, Skurrus war schon immer böse. Denn ein deutsches Gericht hat dann entschieden, dass er nichts falsch gemacht hat und nicht von Twitch gesperrt werden darf. Das heißt, dein Argument ist quasi gerade einfach, ja, Twitch hat dich zu Unrecht gesperrt und rechtlich hast du Recht bekommen. So, nimm das. Also ich verstehe halt wirklich nicht, wo das Argument sein soll. Das ist doch ein Punkt für Skurrus, dass er nichts falsch gemacht hat. Digga, die ist so verblendet, es ist unfassbar, es tut so weh. Aber es macht auch Spaß, aber es tut auch weh. Vor allem stelle ich mir auch die Frage, wie sie jetzt auf dieses 1,5 Jahre alte Kaffee und Kuchen mit Skurrus gekommen ist. Junge, die muss ja so obsessed von uns sein, dass sie gerade alles durchguckt. Genauso dämlich und nichtsaussagend ist das hier. Die Antwort von Twitch, die ich bekomme, ist, lass mal drüber reden, wie du dich verhalten kannst, damit es weniger wird. Danke für die 20 Euro. Während Twitch das auf ihrer eigenen Plattform. Ach du Scheiße, hast du das gehört? Was denn? Wie geil ist das denn? Was, ach so, ja, das weiß ich schon, dass Twitch das sagt. Was war das für eine Antwort von Twitch? Ja, aber ist doch so. Trink mal weniger Cola. Ja, so, da hat Twitch doch aber auch komplett recht, Alter. Die können doch nicht jeden, wenn irgendwer irgendwie mal so einen Joke bringt, jeden wegbannen, Alter. Das geht halt nicht. Das wäre absolut lächerlich, da müsste jeder gesperrt werden. Und ich habe vorhin schon gesagt, du wärst die Erste auf dieser Plattform, die gesperrt werden müsste. Sie verlinkt halt Twitch und sagt dann dazu, guck mal, der hat sich über eure Antwort lustig gemacht, das ist ganz doof, was der tut. Ja, Twitch kann nun mal nicht jeden sperren lassen, der halt irgendwelche Jokes oder sowas macht. Okay, ich bin natürlich jetzt gerade gesperrt, aber wir werden halt zu 100% gewinnen. Das Ding ist, wir beide haben ja momentan Beef miteinander. Du erzählst Lügen über mich, du hetzt gegen mich und du erzählst einfach falsche Dinge. Und man hat immer das Recht auf Gegenschlag. Und selbst wenn mal ein Front zu viel gewesen ist, ist es in dieser Konstellation, dass wir gerade Streit haben, absolut legitim, auch mal sowas zu machen. Und das wirst du auch sehen, spätestens wenn ich die einstweilige Verfügung habe. Aber auch hier verstehe ich den Post nicht, denn ich fand die Antwort von Twitch doch gut. Also du sagst im Endeffekt, hey, der hat gesagt, dass ihr richtig gehandelt habt, den müsst ihr jetzt sperren. Wirklich, es geht wirklich nicht in meinen Kopf. Genauso schreibt sie, dass ich ja gerade ein Verfahren wegen Volksverhetzung am Laufen habe und markiert auch da Twitch darunter. Ja, und ist es jetzt verboten? Also das Verfahren läuft ja sogar noch. Ich bin ja nicht mal verurteilt in dem Fall. Oder auch sowas hier. Was muss 2023 eigentlich passieren, damit Twitch die eigenen Richtlinien durchsetzt und CreatorInnen deplattformt? Wenn Twitch seine Richtlinien durchsetzen würde, dann wärst du die Erste, die gesperrt werden müsste. Du lügst die ganze Zeit gegen uns, du hetzt, du unterstellst uns Dinge wie Frauenhass, also Misogynie oder Rassismus und auch das ist laut den Richtlinien verboten. Also du solltest eigentlich ganz still sein, wenn es darum geht, jemanden zu deplattformen. Genauso auch das hier. Was sagt eigentlich die FDP dazu? Und was hat Tobi, also Tobias Huch, dazu geschrieben? Wir schauen einfach mal die bösen Kommentare an. Die Assistentin sortiert die Anwaltschreiben, ihr Geld kommt später, das ist der Gender Pay Gap. Ich, oh, ganz schlimm, Digga. Bald kommen noch mehr Anwaltskosten parallel. Hä? Welcher dieser Kommentare ist jetzt so schlimm, dass sie die FDP markieren muss, in der Hoffnung, dass die anscheinend irgendwelche Schritte gegen Tobias Huch einreichen? Digga, das waren ganz normale Kommentare. Junge, ich komme nicht darauf klar. Also, was liest sie da? Jetzt mal wirklich, hä? Dann teilt sie auch ein Video von mir, was jemand bei Twitter gepostet hat, von 2016, wo es um meine erste Verurteilung wegen Volksverhetzung gegangen ist. Bro, die ist so verblendet und weit weg von der Realität, dass sie jetzt einfach ein Video von vor 7, fast 8 Jahren rausholt, um zu sagen, guck mal, der ist böse. Bro, ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Das ist fast ein Jahrzehnt her. Noch ekelhafter ist allerdings, dass sie mir wegen diesem Clip hier versucht, Rassismus zu unterstellen. Twizy, es tut mir wirklich leid, dass wir euch früher versklavt haben, Mann. Du bist wirklich korrekt. Digga, denk, pass lieber auf. Ja, Kuchen, du musst echt ein bisschen chillen, Alter. Nein. Los. Okay, dann nicht. Natürlich muss man solche Sprüche nicht feiern, gar keine Frage. Aber ich und Twizy wissen doch genau, wie das gemeint ist. Wir sind beste Freunde, seit Jahren cool und hängen viel rum und so weiter. Und ich als Weißer könnte euch natürlich jetzt hier ein nice Statement raushauen, aber lassen wir den Betroffenen doch einfach mal selber reden. Ganz ehrlich, so ich laufe hier nicht durch die Welt und denke, oh, wer könnte rassistisch sein und bla, ich fühle mich gut, Digga. So, das ist in den seltensten Fällen, aber dieses jedes Mal, wenn man vorm Club steht, yo, du gehst mit 10 Freunden irgendwie hin und dann kommt, ey, du heute nicht. So, das sind so Sachen, so, die sind existent bei mir gewesen in der Kindheit die ganze Zeit, Digga. So, haben wir alle auch mit Physischen erlebt. So ja. Nervig und so oder Polizei, so, du wirst, keine Ahnung, wie oft ihr im Leben angehalten wurdet, ich bestimmt über 150 Mal. So, muss dann irgendwie klagen, weil dann die Polizei irgendwie sagt, yo, teile an deinem Auto so und so, obwohl alles normal ist, Gericht auch gewonnen, alles easy, so. Du gehst abends zur Polizei, weil irgendwas ist, du darfst keine Anzeige aufgeben, so, ne, da, sag mal das so.
Ja, ja. Abgeben, weil irgendwas ist, blabiblu, du gehst zur anderen Polizeiwache, die Bullen fahren die hinterher und sagen, nee, der heute nicht, weil die Angst haben, eine Klage zu kriegen, du verklagst eine ganze Polizeiwache, Alter, kriegst sogar Recht vor Gericht, kriegst du ja gut Cash, deswegen danke. Und da alles so in der Schule, Alter, geil. So, yo, da und da, das und das, der Lehrer, irgendwie dies, das, tralala, die dann irgendwie schon älter sind und bla. Aber ganz ehrlich, was? Das sind alles so reelle Probleme und so. Oder wenn irgendeine fremde Person dir irgendeine Scheiße schreibt, aber du weißt, dass wir hier alle Freunde sind und versuchst jetzt irgendwie diesen Stempel, den du sowieso noch nie erfahren hast, Alter, hier anzubringen, das ist voll ekelhaft, Digga. Also ich feiere das gar nicht. Ich schwitze gerade, weil ich sauer bin, Alter. Das nervt mich, Digga. Das noch ekelhaftere daran ist, dass die betroffene Person das selber lächerlich findet, dass sowas jetzt als Rassismus hingestellt wird, weil die wahren Probleme, die er ja aufgezählt hat, damit einfach nicht mehr ernst genommen werden. Und Choyoka hat natürlich den kompletten Stream bei uns gekannt und hat die ganze Zeit neue Tweets rausgehauen. Das heißt, sie wird das Ganze mitbekommen haben. Denkt ihr, Choyoka hat dann so viel Respekt vor einer betroffenen Person, dass sie diesen Tweet wieder löscht? Nein, natürlich nicht. Der ist online geblieben. Sie zieht das Rassismus-Thema einfach komplett in den Dreck. Einfach nur in der Hoffnung, dass man mir sowas unterstellen kann, damit ich negativ dastehe, obwohl die betroffene Person selber sagt, dass das absolut lächerlich ist und kein wahres Problem, was er in seiner Lebensrealität hat. Ich denke, Choyoka ist eine, die sich ja so krass gegen Diskriminierung und Rassismus einsetzt. Aber das Thema ins Lächerliche zu ziehen, macht ein bisschen mehr Spaß, ne? Genauso dieser Clip hier. Ich will, dass Monte zum Weihnachtsevent zu mir kommt, seine Zunge in mein Arschloch steckt und mir sagt, Digga, du hast Choyoka so krass gebrochen. Du bist so ein geiler Typ. Bitte, sei meine Jappi heute Nacht. Und das ist mein Ziel. Und das werde ich dir beweisen. Ich werde weitermachen. Ja, ich habe einen Joke darüber gemacht, dass du gerade Beef mit Monte hast und ich sein Side-Chick bin. Wow, ganz schlimm, oder? Vor allem möchte sie jetzt in den Tweet ja auch sagen, hä, Monte, meinst du doch klatschen damit? Was hat Monte mit meinem Stream zu tun? Ich habe das doch gesagt. Ich und Monte sind zwei unterschiedliche Leute. Warum sollte das was damit zu tun haben, was Monte wirklich gemeint hat? Digga, es ist, die tut so weh, wirklich, die tut so weh, Alter. Weiter geht es dann damit, dass sie auch Alicia Joe natürlich nochmal von der Side of live fronten muss, weil sie bei uns im Chat gewesen ist. Sie hat einige Reactions mit Cassius Clay gemacht und die beiden haben auch einen gemeinsamen Podcast. Und wir gucken uns jetzt mal die ganz schlimmen Kommentare von Alicia Joe in meinem Chat an. Also ich habe genau 0 Angestellte. Geht auch. Ey, das hat doch die Versicherung schon geregelt. Schlimm. Wirklich, einfach schlimm, was Alicia Joe da wieder von sich gegeben hat. Auch Honey Poo wird natürlich von Choyoka mal wieder gefrontet und zwar steht sie wohl für Mobbing. Sie hat nämlich gepostet, was gerade auf Twitter so abgeht. Dann hat einer gefragt, ob sie Mobbing lustig findet. Sie meinte dann, dass sie ja gar nicht gelacht hat und hat dann auf die neue Antwort dann ein Popcorn-Emoji gepostet. Also Choyoka schießt momentan wirklich gegen jeden so pow, 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 pow. Nur halt leider nicht mal mit Nerfgun-Patronen, sondern mit Luft. Ihr müsst mal überlegen, wie krank das einfach ist, dass Choyoka gerade wirklich so verblendet ist, dass sie einfach jeden angreift momentan. Jeden. Und das nicht mal gut, dann wäre es ja okay. Sondern sie überall was reininterpretiert, Dinge aus dem Zusammenhang reißt, einfach nur um gegen Leute schießen zu können. Dazu wurde ich ja dann zu Unrecht auf Twitch gesperrt. Orange hat dann gefragt, ob ich einen guten Anwalt brauche und Choyoka hat auch das gar nicht gefallen. Denn sie hat dann geschrieben, sie öffentlich seit Monaten ihre Männerbanden, in denen Anwälte, Geld und Absprache herrscht. Das ist ein systematisches Kollektiv. Also erstmal, Orange Morange hat doch mit der ganzen Sache seit Monaten nichts zu tun. Der hat nicht auf dich reagiert, der hat nichts zu dir gesagt, der ist komplett ruhig. Dazu ist es doch normal, dass wenn du Probleme hast, ein Kollege dir Hilfe anbietet und er mir seinen Anwalt empfiehlt, wenn der schon gegen Twitch gewonnen hat und sich da auskennt. Also das musst du dir wirklich mal überlegen. Deine Freunde helfen dir doch auch oder nicht? Nachdem ich dann gepostet habe, dass ich jetzt anfange auf YouTube zu streamen, weil ich ja auf Twitch gesperrt bin, hat sie natürlich sofort YouTube markiert und gesagt, oh bitte, lasst nicht zu, dass noch ein Hate-Stream kommt. Und überlegt euch das mal. Sie rantet 3 Stunden in einen Stream, komplett über mich, lügt, wirft mir Misogynie vor und auch andere ekelhafte Dinge. Dann reagiere ich da drauf, das Ganze mit mehr Humor, weil ich das langsam nicht mehr ernst nehmen kann. Und sie macht daraus einfach Hate-Stream. Wo ist das ein Hate-Stream? Der Hate-Stream war von dir. Sie möchte quasi, dass sie mich komplett fronten darf online und mich fertig machen darf. Wenn ich dann aber antworte, dann ist das auf einmal ein Hate-Stream oder was? Dann ist das Ganze wieder ein Männerbündnis, weil Skurrus diese 0815-Kommentare bei ihr in den Stream geschrieben
geschrieben hat, ja man, das ist, also was er da wieder von sich gegeben hat, ist wirklich schlimm. Was kann ich abschließend dazu sagen? Erstmal ein kurzer Retalk zu Shoyoka. Das mit dem Brechen war nur ein Joke. Es wäre das Dümmste, was ich machen könnte, wenn ich versuche, dich zu brechen, dass du irgendwie nicht mehr streamen kannst oder dich von Social Media verabschiedest. Bruder, dieser Content hier ist Gold wert. Ich würde dir sogar monatlich Geld geben, wenn du dann weiter streamst. Das war einfach nur eine überspitzte Darstellung, weil du die ganze Zeit Lügen über uns gepostet hast. Shoyoka nutzt die ganze Zeit wirklich jeden kleinen Mini-Strohhalm, um sich zu verteidigen, anstatt einfach mal vernünftig auf Kritik einzugehen und ihre Fehler zu analysieren und sich vielleicht mal zu entschuldigen. Wir haben in diesem Stream, wofür ich gesperrt wurde, ein Trinkspiel gemacht, dass wir immer 3 Schlücke trinken müssen, wenn sie 11 Monate sagt oder dieses Deine Tränen sind mein Gleitgel. Und Bro, wir haben am Ende auch nur noch einen Schluck gemacht, weil es war zu viel. Ich habe in 2 Stunden 7 Bier getrunken, weil sie das in jedem Satz erwähnt hat. Das ist krank. Die ist so krass verblendet. Die sieht überhaupt nicht mehr, wofür sie kritisiert wurde, weil sie so krass in ihrer eigenen Opferrolle drin ist, dass sie die Realität einfach gar nicht mehr sieht. Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Wie gesagt, ich nehme den Content einfach komplett mit. Rechtlich sind wir jetzt ja gegen Twitch vorgegangen. Eventuell haben wir sogar Glück, dass wir nächste Woche schon eine Entscheidung haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Okay, thanks, bye.